Hallöchen ihr, der Nale 4 und willkommen zurück im Stream am Freitag, ihr Lieben, wo es weitergeht. Hier zurück mit No One Survived. Hallöchen, liebe Anna, ich grüße dich, schön, dass du da bist. Ich wünsche dir viel Spaß weiterhin bei der Handball-EM. Danke für deinen Lurk trotzdem. Wir machen weiter und sind bei Tag 26. Wir haben insgesamt noch 14 Tage Zeit. Pro Tag eine Dreiviertelstunde. Bedeutet, bei zwei Tagen sind wir bei anderthalb Stunden. Das heißt, bei vier Tagen wären drei Stunden. Das heißt, ein bisschen mehr noch als 12 Stunden haben wir Zeit. Und ja, es gibt noch echt einiges zu tun. Ich habe nach wie vor irgendwie so ein bisschen Druck im Nacken, dass das hier nicht zeitnah fertig wird. Denn eine Dreiviertelstunde ist echt nicht viel Zeit. Was gilt es zu tun? Wir schauen uns das mal an. Ich muss heute, wie man im Streamtitel erkennen kann, auf jeden Fall noch fleißig Zähne sammeln. Denn für 120 Zähne kann ich mir Gisela kaufen. Das will ich gerne machen. Und wir brauchen hier für diese Sperrfallen brauchen wir noch Eisensperre, jeweils 5 Stück. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Das ist eine Menge, 75 Stück. Das Schöne ist, für einen Eisensperr brauche ich nur einen Eisenbarren und einen Holzstamm. Aber ja, das Skill ist halt erstmal noch zu finden, ne? Und deswegen werden wir heute losziehen. Wir werden fleißig Zombies schnetzeln. Wir werden die Eisenbarren farmen. Vielleicht haben sie hier aus der Mine was rausgezogen. Ich habe den ganzen Scheiß mittlerweile mal zerlegt. Haben sie aber nicht. Gut. Also. Wir gucken mal auch, wie es hier drüben aussieht mit den Generatoren. Die laden weiterhin fleißig auf, haben aber nicht mehr viel Sprit-Intus. Wasserspeicher, okay. Werkbankofen, da haben wir noch mehr als genug, um die Sachen bauen zu können. Okay, was heißt hier in die Aufladestation? Müssen wir weiterhin noch mehr Sprit reinballern. Da gucke ich mal, ob in Börter noch was drin ist. Ich glaube aber, die hatte auch nicht mehr viel, nein. Vom Reset her ist die Tankstelle hier gegenüber noch nicht so weit. Da müssen wir auch nochmal schauen. Ich würde sagen, wir looten jetzt einfach mal frech fröhlich hier alles vorhandene Eisen, was wir finden können. Ich habe ein Eisenmesser dabei. Ich habe diesmal die Special Forces Assault Rifle dabei. Und ja, ein bisschen Money mitgenommen, das sollte eigentlich langen. Ich würde sagen, wir fahren sogar mit Börter hin und gucken, was wir finden. Wäre halt wichtig, so schnell wie möglich diese Eisenbarren zusammenzubekommen. Von daher nicht lang schnacken, Kopf in Nacken oder ne, hier anfangen mit dem Schaffen und schauen, was passiert. So. Da es jetzt so auf das Finale zugeht, ne, nächsten Freitag soll das Ganze ja stattfinden, würde ich auch die kompletten Streams in der nächsten Woche dafür verwenden, hier in No One Survived zu farmen, zu sammeln und mich vorzubereiten. Das heißt, nächste Woche, eine ganze Woche lang No One Survived, ich freue mich sehr drauf, wird sicherlich eine tolle Sache. Und ja, schauen wir mal, ob wir das so hinkriegen, wie ich das gerne hätte. So, das Problem ist, wir haben hier keinen Schalldämpfer drauf. Das heißt, es wird laut werden. Ich habe noch keinen gefunden. Aber da wir Zombies ja eh brauchen, beziehungsweise deren Zähne, ist das, denke ich, kein Problem. Überlebt. Hör mal. Gebt mir eure Zähne. Einmal, zweimal, dreimal.
keine Zähne. Das ganze Gammelfleisch kannst du rauswerfen. Ich weiß gar nicht, wie viele Zähne es noch sind. Aber für 120 Zähne und eine Gatling kannst du nicht meckern. Einmal. Zweimal habe ich eigentlich Waffen. Habe ich dabei Waffen-Spray? Oder Waffenöl? Besser gesagt. So. Okay, lass mal gucken. Hier drin haben wir ja gute Chancen, auch Werkzeug zu finden. Von daher lass die Kisten liegen. Die sollten eigentlich wieder resettet sein. Es ist lange her, dass ich hier gewesen bin. Nimm schon mal das Messer in die Hand. Schau mal. Was zum Fressen? Ja, das kannst du mal essen. Gibt körperliche Stärke, das wäre gut. Wunderbar, und das auch noch. Okay, auf geht's. Oh, nice one. Danke. Okay. Ich glaube, die Dolche haben, die Messerchen haben nichts gegeben, meine ich. Einer, wir können es mal probieren. Aber ich meine, die Messer geben kein Eisen. Bin ich mir recht sicher gewesen, ne? Nein, okay. Das heißt, wir können aber trotzdem nochmal eins und zwei mitnehmen. So, das Große gibt allerdings was. Aber jedes bisschen Eisen zählt, ne? Das Ziel heute Abend wäre es wirklich, die Eisensachen zusammen zu haben, ne? Natürlich auch Autos looten, ist klar, wegen den Eisenklumpen. Da kriegst du auch mal ordentlich was raus. Ich sehe gerade, dass irgendwie hier die Kamera dezent scheiße hängt. So. Ich hatte jetzt hier, da, so auf der Seite so einen komischen Balken von der Wand. Jetzt nimmer. Jetzt ist alles wieder ordnungsgemäß richtig. So, also schon mal 5 Barren von 75, das ist gut. Und 13 Zähne. Oder Gebisse. Oder was auch immer. So, die großen Hämmer geben 2. Nein, 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 nein. Warte, 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 warte. Ich hab's gleich, ich hab's gleich, ich hab's gleich. Oh, sogar 3. Hey, du, na? Wie? Gib mir deine Zähne. Das war die Scheiße. Hier drin. Haben wir da noch Werkzeug? Nein, 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 nein. Leider nein, leider gar nicht. In den Fässern war nichts drin. Hier in den Dingern auch nicht. Aber hier vorne können wir nochmal gucken. So. Gretchen. Boah, die hatten echt super viel aus, ne? Einmal, zweimal. Okay, für die haben wir keinen Schuss mehr. Alles klar, dann. Hier mal looten. 120. Ja, wir haben genug eigentlich von denen, ne? Von denen haben wir eigentlich mehr als genug. Okay, die Halle haben wir gesäubert. Hier drüben wollte ich noch gucken, ne? Da könnte auch noch Zeug drin sein. Hauptsache Eisen. Okay. Baupläne. Maschinenpistolen, Holovisier, okay, bla bla bla, alles nur so Zeug. Alles, was nicht notwendig ist. Hier haben wir Essig, okay. Dann lass weiterfahren. Lass mich hier mal gucken. Muni gilt es auch noch zu finden. Ja, ganz klar.
primär erstmal Werkzeug. Da ist nichts dran. Und die Zähne. Okay, Gammelzeug und 15 Zähne. Okay, ich dachte, der wäre daneben. Noch mehr Zähne, das ist gut. Was? Nein! Oh, du Köpfi! Arschlochhund. Es macht halt alles Krach, ne? Aber... ist okay. Schade. So, konnte man jetzt eigentlich diese Leiter, konnte man nicht hoch, ne? Ne, konnte man nicht. Rucksack. Trich, Batterie. Mehr noch Waffen, bitte keine Waffen, bitte Muni. Die da, das und das und das. Bisschen mehr Muni, das ist okay. Gerade auch die rote Muni ist wichtig. Okay. Ich habe übrigens auch die bei den Grafikeinstellungen das Spiel unter DirectX 11 am Laufen. Da gab es ja beim letzten Mal den Tipp, dass man dadurch in der großen Stadt weniger Lags hatte. Ich weiß jetzt nicht wirklich, ob das funktioniert. Ich habe immer noch die Vermutung, dass diese Lags dadurch auch entstehen, dass ich hier gleichzeitig am Streamen und am Aufnehmen bin. Das ist nur so eine Vermutung. Oh, schön. Ich würde sie erst einsammeln, bevor sie despawnen. Und dann zerlegen. Brechstange aus Stahl. Das ist alles aus Stahl. Ich meine, wir könnten das Kurki mitnehmen für Nahkampf. Oh geil, da haben wir Sachen. Okay. Das könnte man eigentlich machen. Lass mal noch ein bisschen hier nahkampfmäßig ein paar platt machen. Dann ist es nicht so laut. Okay, Eisenmesser. Sehr schön. Das ist ein 1. Das ist sehr viel Stahl. Es läuft gut. Brechstange. Gibt, glaube ich, auch noch 1. Ich habe 2. Okay. Was schaffen wir? Okay, easy going. So. Ich glaube, den Stahlvorschlag kann man zerlegen auch. Ne? Hauptsache, Stahl brauche ich zwar primär nicht, aber man kann
Gewicht nicht genug haben, ne? Es wiegt weniger, glaube ich, auch als der. Als die. Das Werkzeug an sich. Oh, da kommt ein Stinker. Jawohl, einmal in die Hoden. Das gefällt ihm gar nicht. Okay. Jetzt in aller Ruhe. Ritze, ritze, ratze. Schon mal 15 Eisen, das ist gut. Ich bin doch guter Dinge, dass das hier was werden würde. Hoffe ich. So, was heißt ansonsten, sollte ich nochmal zusehen, dass ich eventuell, bevor es dann losgeht, vielleicht noch zwei, dreimal ins Militärcamp gehe und dort die Spinde loote, zwecks Munition. Das wäre noch so ein Vorhaben, was man machen könnte. Wäre, glaube ich, eine sinnvolle Geschichte. So. Ansonsten hier nochmal gucken. Ich glaube, in so Koffern war nicht wirklich was Gescheites drin, ne? Baupläne. Hundefutter. Habe ich was zum Trinken dabei? Ja, habe ich. Körperliche Stärke. Das Ganze mitnehmen. So, dann trinkst du mal hier noch aus. Wo kommst du jetzt her? So. Gebt mir eure Zähne. Stubidabidubidibidu. Vorne kommt noch einer. Das sind sehr viele. Okay, die wollen alle. Die haben alle Bock. Da ist einmal einer. Okay, warum auch immer. Okay, zähnemäßig sollte das gut aussehen, ne? Wir haben jetzt schon wieder 30 Zähne. Ich habe noch, glaube ich, 60 oder 80 daheim rumgammeln. Das heißt, Gisela könnten wir uns heute auf jeden Fall auch noch holen. Das ist auch mitunter hier der Plan. Was war hier? Ich glaube, das war so ein Ding, wo okay, auch Eisen drin war. Die brauchen wir alle nicht mehr. Die Triche kannst du voll machen. Nein. Rucksäcke. Heizkörper. Das nimmst du mit, auf jeden Fall. Gibt 5 Klumpen. Kann man drin lassen. Oh, nice. Oh, schön. Oh, das gibt viel Eisen. Sehr geil. Das gibt alles Eisen bis auf den Dolch.
Sehr cool. Sehr, sehr cool. Das wird so ein Eisenbarren-Speedrun heute, ne? How to do 100 Stöcke in einer Minute. An diesen Spots. In einer Stunde. An diesen Spots habt ihr gute Chancen, die zu finden. Das sind 15, 15, 20, 25 Stück gleich. Innerhalb von 20 Minuten. Das dauert doch nur 12 Sekunden, ne? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nimm mit. Ich weiß jetzt nicht, wo der Lurch da reingelümmelt kommt. Aber der ist langsam. Der ist entspannt langsam. Kriegen wir noch zwei hin, ne? Vor allem, dass die Hämmer auch so viel geben, ne? Das ist mega. Das sind 3 Stück. Hi, mein Lieber. Du, ich hab's gleich. Da gibt's auf die Schnauze, okay? Warte bitte kurz. Sei so lieb. Was jetzt so vorkommt. So, warte. Komm her. Danke. So, und zerlegen. Oh, den Vorschlaghammer haben sie sehr gut gegeben. Sehr, sehr nice. Das kannst du stacken, das kannst du stacken. Die kommt hier hoch. Lass sie doch mal hier so nebeneinander machen. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Sehr cool. Das ziehen wir nach hier unten, sodass wir Platz haben hier für das ganze kostbare Eisen. 2, 3, 4. So, wenn es runtergehen, lass mich sagen, wir machen bis hierhin alles voll mit Eisenwaren. Willkommen. So. Ich ablegen. Einmal, zweimal. Dreimal. So, genau. Die Reihe, alles voll, das sollte reichen. Das muss reichen, ne? Was haben wir jetzt durchlootet? Hier wollte ich mal gucken, war da irgendwie ein Schalldämpfer? Nein, ne? War nichts dabei. Okay. Auf geht's. Börter stand fernab vom Schuss, ne? Und wartet auf mich. Aber das passt. So. Pistolen. Kannst du noch mal essen. Irgendwie verliert er gerade voll schnell an körperlicher Stärke, ne? Was echt krass ist. So, bitte Muni. Voll. Die kannst du gebrauchen. Ich glaube, hier drin war. Den könnte man eigentlich auch mitnehmen, ne? Nochmal Zeug zu lagern. Gerade Muni und so eine Scheiße. Wäre, glaube ich, wichtig. Oh, nice. Okay, auf geht's. Das gibt sehr viel Eisen. Schubidu, schubidu, schubidai. So. Also, ich bin froh, dass die Lootgötter heute gnädig mit mir sind in den Vorbereitungen. Ne? Die wollen auch sehen, wie die Hordenfalle wird. Ja, das wird richtig toll werden. So.
zerlegen. Das wird richtig klasse. Haben wir auch noch einen. So, da gibt es ja auch mal drei. Ich glaube, das große gab zwei Eisen. Lass mal gucken. Von das, das liegt auch so ganz komisch auf. Ich sag, je nachdem, wie ich sie zerteilt habe, ne? Befüllte DS, komplett random. Das gibt's. Zwei, okay. Dann machst du ihn hier drei. Das sind auch nochmal zwei. Also zwei, drei, vier, fünf, sechs Eisenbahnen. Mit dem neuen. Sehr schön. Heute will ich intensiv Eisenrun. Das ist echt krass, dass das echt noch so die schnellste Methode ist, um an Eisen zu kommen, ne? Hätte ich das mal vorher gewusst. Das wäre cool gewesen. So. Das hier noch, ein Eilmesser würde ich noch mitnehmen als Reserve, weil die gehen doch schon recht schnell kaputt. Verständlicherweise. Dann schauen wir mal. Oh, wäre es geil, wenn wir das heute noch fertig kriegen, ne? Das wäre richtig cool. So, auf geht's. So, und der kommt oben rein. Und dann passt das doch. So, was ist denn hier noch drin? Apfel, kannst du mal essen. Schon halb vergammelt. Schlägt direkt auf den Magen. Das kannst du eigentlich mal runterspülen. Sparst du dir Wasser. So, aber ich glaube, hier war nur Lebensmittel so ein Scheiß drin. Körperliche Stärke, das kannst du noch essen. Das reicht dann erstmal, ne? Ich meine, wir finden ja sehr viel Nahrung in den Häusern, also verhungern werden wir hier nicht. Sehr schön. Kann man sowas auch zerlegen, so ein Topf? Geht nicht. Okay. Also, Rucksack mitnehmen. Rein zum nächsten Haus. Hier war ich drin gewesen. Ich sollte die Türen geöffnet lassen, ne? Das wäre, glaube ich, eine gescheite Idee. Hier hinten war ich. Börter steht hier vorne. Das ist okay. Okay, Schätze, dann lass mal nach vorne fahren. Rucksack mehr, das ist gut. Laut für euch. Ich drehe es mal ein bisschen leiser. Immer noch laut. Nein, Spiel! Was ein Scheiß, ein Speicher. Thank you.
ein Kackhund. Ich will dich. Boah, es ist abartig laut. Es ist furchtbar. Das ist richtig furchtbar. Die nehmen wir mit. Natürlich, die lassen wir nicht liegen. Klar. Da haben wir nichts. So, wie schaut's aus? Rucksäcke? Wenn auch noch Rucksäcke drin, hier das. Nimm dir mit. Die bleiben drin, die haben wir genug. Kann man auf die Pistole switchen. Beide Waffen könnte man theoretisch eigentlich einmal hier komplett warten. Im Lauf. Oh Gott. Oh, Alter, wo kommt der her? Hör mal, was soll denn die Scheiße? Das Öl kannst du mitnehmen, wenn es hier irgendwo rumlag. Da unten. Junge. Was nimmst du mit? Ich sammle ich auch ein. Was haben wir noch mehr hier? Sucht. Die hier auch. Das wäre eigentlich so eine Kiste gewesen, aber da ist nichts drin. Das finde ich halt auch nervig. Du machst die Taschenlampe an, siehst du den Regen, machst es aus, dann nicht. Das ist irgendwie, weiß auch nicht, komisch. Wahrscheinlich vorhin getriggert, ne? Lieber mal nachladen. Oh, sehr schön. Sehr cool. Auf geht's. Hauptsache Eisen. Tag 27 schon.
Das ist echt eine knappe Sache. Hammer gibt nochmal 3, das ist gut. Sehr schön. 15, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 schon. Wir kriegen das heute noch hin. Wir kriegen das hin. So, hin damit. Das hier zerlegen. 15, 25, 15, 30, 35, 40, 45, 50, 55. 15, 15, 15, ja, also wenn wir die Reihe voll haben, haben wir's. Was sehr cool wäre. Ich bin optimistisch, dass wir das jetzt heute innerhalb der ersten Stunde vollkriegen. Ich hab doch das ausgerüstet, ne? Ist einfach nur ein Fetter gewesen. So. Trockenfleisch. Ich glaube, hier war nichts dran. Energieriegel, den gönnst du dir mal. Sehr schön. Okay, war hier was? Da war nix. Hier drin, das sieht gut aus. Das hier sieht sehr gut aus. Nein. Ich hab's verschrien, ne? Am End habe ich's verschrien. Aber hier war, glaube ich, auch irgendwo Werkzeuge drin, ne? Bitte, 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 bitte. Eisen, das hier, das hier. Was nimmst du mit? Ist alles auch mal wertvolles Eisen. So, hier, komm. Brechstange. Zerlegen. Sehr gut. Die Reihe noch, dann haben wir es. Die Reihe. Vielleicht noch ein, zwei mehr mitnehmen, da sind wir auf der sicheren Seite, aber es sieht sehr gut aus. Es sieht sehr, sehr gut aus. Oh, noch 10 Barren. Krass. Okay. Die gibt auch mal 2, die geben jeweils 1. Ja, schön, schön. Cool. Okay, sehr geil. Sehr, sehr cool. Ich freue mich sehr. Mega, 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 mega. Wunderbar. Noch 4 von denen, dann haben wir es. Das nimmst du mit, das nimmst du mit, das hier, den Eisenklumpen. Guckst du hier mal rein. Eine Futter. Oh Leute, ich bin gerade richtig, richtig happy. Was ist denn mit dir eigentlich los, Kollege? Komm, ich helfe dir. So, gib mir deine Zähne. Wir gucken hier in die Kisten noch ein. Ja, kannst du looten? Also, ich meine, wir haben Drähte gebraucht, ne? Das ist ein gutes Ding, um Drähte und Plastik zu bekommen. Oder diese Elektroteile. Aber nee, das brauchen wir jetzt nicht. Da waren wir drin. Wir gehen hier in das Haus rein. Vielleicht haben wir Glück. Hier gucken. Da kannst du im Prinzip das mal nehmen gegen den verkümmerten Magen.
Danke. Renny räumt den Magen auf. Das mitnehmen, das mitnehmen. Und hier mal gucken. Nein. Medikits habe ich mehr als genug. Da waren wir. Dem waren wir. Da drüben waren wir. Hier stehen noch Kisten rum. Ist irgendwas davon Tierfutter eigentlich? Ich will noch gucken, ne, was die beiden Hütchen machen. Börter steht da vorne. Wir fahren jetzt nochmal da vorne in diesen Lagerbereich. Das ist auch nochmal eine gute Chance, Werkzeug zu finden. Ich würde die Tür offen lassen, ne? Und guck hier nochmal rein. Den nimmst du mit, das nimmst du mit. Hier kann nochmal Muni drin sein. Oder die Teile. 80, die brauchen wir nicht. Wir brauchen die größeren. Aber die findest du hier nicht. Hier finden sich wirklich nur die kleineren Sachen. An Batterien. So, bestimmt Pistolen. 100 Pro. Werkzeugkisten brauchen wir nicht, haben wir mehr als genug. Dann, Börter, komm, wir fahren nach vorne. Ich brauche nur noch 4 Eisenbarren. Dann bin ich glücklich. Dann bin ich wirklich mehr als zufrieden. Mama. Dann mache ich hier 5 Kreuze. Vielleicht auch 75. So, Jungs, Mädels, kommt mal her. Oh ja, okay. Eure Zähne. Und Gammelfleisch brauchen wir nicht. Okay, 57 Zähne, das sieht sehr gut aus. Ich glaube, Gisela können wir uns gleich dann auch noch holen. Ich bin guter Dinge. Ja, danke. Soll ich jetzt Schnauze halten? Ich muss looten. Auf geht's. 4 Barren. Spiel, bitte. Ja. Das Spiel so nö. Gretchen kriegt auf die Schnauze. Na komm. Hat es jetzt seinen Fuß hinter das Ohr geklemmt? Junge, Junge. So, Spiel, komm, auf. Aufkommen, Werkzeuge.
Ja, Stahl, 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 Stahl. Okay, nehmen wir mit. Das hier. Oh Gott. Gut, nehmen wir Stahl mit. Oh, Junge. Man müsste aber irgendwie noch von den Icons das erkennbar machen, dass eine Stahlspitzhacke zum Beispiel eine andere Farbe hätte als die Eisenspitzhacke, ne? Oh, Gott im Himmel! Das macht aber keinen Damage. Ich zeig dir mal, wie man Damage macht. So macht man das. Wo kam der denn jetzt her? Ah, okay, der macht Damage. Oh, Jungs, aber wo kam die jetzt her? Voila. Der hat mal das Glücksrad gemacht hier. Habt ihr Zähne, habt ihr Zähne, habt ihr Zähne, habt ihr Zähne, 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 Zähne. Dein auch. Bitte. Oh Gott im Himmel. So, jetzt aber hier. In aller Ruhe liegt die Kraft, die ich brauche, um das hier zu überstehen. Einmal. Wobei, warte, den kannst du eigentlich ausrüsten. Hast du den hier? Ja, den kannst du eigentlich mitnehmen. Haben wir noch eine Nahkampfwaffe? So, gaben die hier auch Stahl. Die Stahldolche. Ich glaube nicht, ne? Nee. Also alles an Dolch gibt's. Gibt nix. Okay. Cool. Bisschen Stahl ist in Ordnung, aber ich brauche, ne, und so. Das Eisen. Popeisen. Warte mal. Dann haben wir hier noch. Vielleicht Tierfutter irgendwie? Nein, 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 nein. Kann man Tierfutter eigentlich finden? Fällt mir gerade mal ein. Habe ich jetzt auch nicht wirklich drauf geachtet. Aber wäre es theoretisch möglich, Tierfutter zu finden? So, durchsuch die nochmal. Nein. Gammelfleisch. Fleisch da. Stoffe. Also Stoffe brauche ich bitte nicht. So, das Letzte, was ich brauche, sind Stoffe. Aber eure Zähne. So, kommen jetzt hier die letzten Eisen. Auf geht's. Ja. Ja. Okay. Gönnt ihr? Oh, wir haben's. Wir haben's, Leute. Sehr nice. Ja, 75 Eisen in einer knappen Stunde. Sehr cool. Bei maximalen Looteinstellungen, ne? Versteht sich. Aber ich hab's. Ich hätte es ehrlich gesagt nicht geglaubt. Das heißt, wir haben 80 Eisen, das sind auch nochmal 8 Stück, wir haben noch ein paar Klumpen. Sehr cool. Sehr nice. Wir fahren nach Hause und bauen die Speere.
Oh, das ist toll. Das ist super. Das freut mich jetzt. Das freut mich jetzt wirklich. So. Natürlich kostet es jetzt noch Zeit, den ganzen Bums herzustellen, ne? Ich glaube, insgesamt Fertigungszeit dürfte es auch nochmal eine halbe Stunde sein. Oh, ja. Oh, ja. Die nimmt fürs Überladen. Ah, oh, nee. Okay. Stoffe weg. Das rein. Ist immer noch zu viel. Bitte hat alles was, ne? Okay, wir fahren mit Bertha her und nehmen die mit, denn Benzin brauche ich ja. Ist auch eine wichtige Komponente. Wir gehen hier nochmal gucken. Den auch immer mitnehmen. Und hier noch schnell rein. Jawohl, 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 jawohl. Sehr gut. Okay. Sehr cool. Sehr geil. Ich habe das ganze nötige Eisen. Ist die Sache, habe ich auch die ganzen nötigen Baumstämme, ne? Das ist jetzt so die nächste Frage. Habe ich 75 Baumstämme? Ich weiß gar nicht, wie viel in einen so ein Lok reinpassen. Und dann, würde ich sagen, gehen wir in die Eisenspeer-Massenproduktion.